Hallo und willkommen hier nochmal zu Boosterpack öffnen von Stunde der Wächter. Die 6 Boosterpacks, die werden wir jetzt alle öffnen, um zu sehen, was auch drinnen ist. Natürlich hoffentlich ein paar gute GX-Karten. Ein Sandern. Friedrichenthor, öffnen wir die. Amor Ruder, ein Stahlprofi. Und, wow, Loser Dean GX in Regenbogen. Artwork Full Art. Nicht blaue Flut GX. Verschiebe alle Energie von diesen Pokémon beliebig auf die Pokémon auf deiner Bank. Das ist ziemlich gut, so als letzten Ausweg-Ding, damit man alle Energie von dem nicht irgendwie versauen lässt, sondern alles dahinüber. Ja, nicht so schlecht. Schaut cool aus, hier Regenbogenfarben. So, dann wird das nächste. Zack. Wasserpflaster. Das ist nicht so schlecht. Ein Koriol in der Tango-Form. Zumindest schaut es so danach aus. Und das nächste. Jung. Miniras. Zubiris, der schaut immer so gruselig aus. Noch ein Friedrichenthor. Und ein Hetera. Was ist ihre Fähigkeit? Frisch. Mann, das ist nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Na, das ist dafür schlecht. Okay, drei haben wir noch. Schutzzone des Ätherparasites ist auch nicht so schlecht eigentlich. Eine Rayquaza mit Turbosturm. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Doppel normale Energie, Angriff zur Basisenergie von Ablagestapel, wenn man da welche hat. Nicht schlecht. Energievorrat ist immer gut. So. Okay. Zwei diesmal. Zwei. Ablehnende Haltung. Zuerst mal den. Ein Schwalboss. Und ein Tohaido. Naja. Eins haben wir ja noch. Eines haben wir ja noch. Das könnte was Gutes werden. Ein Rayquaza. Ein Rayquaza. Das war's. Das nächste Mal werden ein paar Spiele gezeigt, dass ich auf 500 komme oder insgesamt 1000 Punkte, Chips oder keine Ahnung, um mir dieses Vulnona-Deck zu kaufen. Zweimal oder einmal. Weiß ich noch nicht. Muss ich erst schauen und daraus ein richtig gutes Deck machen. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.